Wisst ihr Leute, ich liebe einen Großteil der Star Wars Community. Meistens sind sie kreativ, originell und unglaublich produktiv, wenn es um ihr Lieblingsfranchise geht. Heute werden wir uns Gute Arbeit Originals anschauen. Das ist eine Fanfilmserie von Stormtroopern, welche schon seit ein paar Jahren draußen ist. Ich habe mir das vor ein paar Jahren schon einmal angeschaut, habe mich komplett kaputt gelacht und freue mich heute gemeinsam mit euch noch einmal reinzuschauen. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute schauen wir uns zusammen Gute Arbeit Originals an. Die Stormtrooper-Reihe ist einfach so mega lustig. Ich freue mich wirklich reinzuschauen. Wenn ihr es noch nicht kennt, ihr werdet es wirklich genießen. Bevor wir aber da reinstarten, ein kleiner Teaser auf das, was wahrscheinlich sogar schon morgen kommt. Bei jedem anderen müsste ich jetzt wahrscheinlich den Knopf drücken. Das Schwert nicht, denn das hat Motion Control. Krass! Ich lasse das jetzt einfach mal komplett ohne Worte. Solltet ihr morgen auf jeden Fall also einschalten hier auf dem Kanal. Jetzt aber rein in die Reaction mit Folge Nummer 1. Die sind etwas kürzer. Vielleicht gucken wir uns so 2, 3 Folgen einfach mal an. Ich lasse euch für die Leute, die sich nicht damit auskennen, auch einfach mal laufen. Das ist großartig. Der Todesstern. Die Wahl. Hey. Hey. Die links, er rechts. Oh, sag nicht, du hast bei diesem Wahlblödsinn mitgemacht. Doch klar, du nicht? Ja, natürlich nicht. Das bringt doch eh alles nichts. Es gewinnt sowieso immer nur der Imperator. Bei der letzten Wahl gab es ja nicht mal einen Gegenkandidaten. Man konnte nur ankreuzen, wie sehr man den Imperator wählen möchte. Dieses Jahr ist anders. Gary, der Hausmeister, kandidiert. Ich glaube echt, der hat eine gute Chance. Ja. Wirklich. Gary, der Hausmeister, gegen Darth Sidious, den Imperator. Ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, Gary ist auch mega beliebt. Der ist ja auch viel näher am Volk dran und ich meine, der wird ja auch gerade mega gehypt. Ja, wobei der Hype jetzt auch ein bisschen vorbei ist. Aber bei dem großen Gravitationsausfall letzten Jahr hat er richtig gute Arbeit geleistet. Oh, muss man sagen. Weißt du noch, der Gravitationsausfall? Das war eine geile Zeit. Ich meine halt nur, beim Imperator wissen die Leute, was sie bekommen. Die haben sich drüber gefreut. Das geht einfach schon aus Gewohnheit. Ach, weißt du was, ist alles sowieso scheißegal. Das Imperium fälscht die Wahl eh, oder? Sie bringen Gary, den Hausmeister, einfach um. Die bringen ihn doch jetzt nicht einfach um. So schlimm ist das Imperium jetzt auch wieder nicht. Gary, der Hausmeister, in den Exekutionsraum, bitte. Gary, der Hausmeister, in den Exekutionsraum. Vielleicht ist da ja nur eine Glühbirne kaputt im Exekutionsraum. Das wird sein. Und morgen lassen sie alle inhaftierten Space-Journalisten wieder frei. Wusstest du, dass auf dem Todesstern mehr Space-Journalisten in Haft sind als irgendwo anders im Universum? Und weißt du, wie groß das Universum ist? Ja gut, ist ja gut. Wir leben in einer schlimmen Diktatur. Ich meine, was willst du denn machen? Dich der Rebellion anschließen? Nein, natürlich nicht. Ich hätte nur einfach gerne richtiges Mitspracherecht. So vieles läuft ja echt scheiße. Ja, ne? Ich meine die Sicherheitspolitik. Hast du dir mal den Fluchtplan angesehen? Da ist ein Fragezeichen drauf. Wüsstest du, was wir machen sollten, wenn es hier mal eine Explosion gibt? Und die Preise für die blaue Milch sind auch viel zu hoch. Ja. Also hast du nichts, was du gerne mal ändern würdest? Naja, ich meine, die Helme sind schon recht stickig. Ich meine, wenn wir die zumindest ab und zu mal abnehmen dürften. Ich habe meine Kinder noch nie ohne Helm gesehen. Bitte was? Alle Sturmtruppen, die mehr Mitspracherecht wollen, bitte melden Sie sich im Exekutionsraum. Nein. Vertrau mir. Lass uns lieber Geräuschraten spielen. Oh, okay. Du fängst an. Okay. Podracer! Ja. Okay, jetzt ich. Ewok? TIE Fighter? Ja, richtig. Was? Gute Arbeit. Originals. Absolut großartig. Direkt in die nächste Folge. Vielleicht gucken wir uns ja einfach die nächsten 2 Wochen hier 7 Folgen Gute Arbeit Originals an. Kann ja auch sein. Die Tür heißt jetzt. Die Tür, Leute. Die beiden, die da unter der Maske stecken, sind, glaube ich, Florian Ulfkotte und ich weiß nicht, wie sie heißt. Episode 1. Die Tür. Ich habe nachgedacht. Oh nein. Wie lange bewachen wir jetzt schon diese Tür? Seit 7 Jahren. Und ist in dieser Zeit jemals etwas vor dieser Tür passiert?
Letztens kam noch jemand vorbei. Das war vor 2 Jahren. Letztens. Was willst du damit sagen? Naja, also der Todesstern hat einen Durchmesser von 160 Kilometern. Genau. Wow. Ja, meine Wohnung hat gerade 12 Quadratmeter. Und es gibt 84 Ebenen mit 357 Decks. Das heißt, es gibt 29.988 Decks. Wie groß ist deine Wohnung? 16 Quadratmeter. 16? Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, der Todesstern hat 29.988 Decks mit, sagen wir, im Schnitt 70 Türen. Die Chance, dass ausgerechnet vor dieser Tür jemals was passiert, liegt bei 1 zu 2 Millionen. Hm. 3019 hat die Tage behauptet, Vader sei bei ihnen vorbeigegangen. Ach, so ein Bullshit. Der redet immer so einen Schwachsinn. Neulich hat er auch behauptet, wir wären die Bösen. Ja. Und davor hat er mal behauptet, mit Wookies zu schlafen sei Sodomie. Ist ja auch so. Vollidiot. Bitte was? Weißt du, auch wenn hier nie etwas passiert, ich bin stolz auf unseren Job. Wir haben noch nie etwas durch diese Tür kommen lassen. Ja, es wollte ja auch noch nie etwas durch diese Tür. Und ich glaube, wenn etwas durch diese Tür gewollt hätte, hätten wir es vermutlich auch nicht aufhalten können. Na, meine Kinder fangen schon an, Fragen zu stellen. Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag auf der Arbeit? Und was sagst du denen? Ja. Papa bewacht die Raumstation. Oh, Achtung! Wisst ihr, wo Hangar 12 ist? Einfach da hinten lang und dann rechts. Wie die sich freuen müssen. Gute Arbeit. Original. Also absolut meine Art von Humor. Ich finde es super, super großartig, was sie da gemacht haben. Gibt es insgesamt 7 Folgen. Ich habe euch die unten verlinkt. Wenn ihr warten möchtet, werden wir die natürlich nacheinander da mal hier mal anschauen. Es ist super, super geil. So, morgen gibt es dann Kylo Ren Schwert Unboxing. Wahrscheinlich mit einer großen Ankündigung am Ende des Videos. Wenn ich es bis dahin fertig schaffe. Ich habe das noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch extra wohin fahren, um da ein bisschen mehr Content zuzumachen. Aber liebe Freunde, lohnt sich auf jeden Fall dann hoffentlich morgen schon. In dem Sinne, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, gerne in die Arbeit schreiben, sage ich schon, ich bin zu viel am Arbeiten, in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich oder wie ihr persönlich diese gute Arbeit Originals findet. Dankeschön fürs Anschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.